Leute, jetzt gibt es die Evolution von Hulk in Filmen. Aber scheinbar gibt es da viel mehr Marvel-Charaktere. Die Evolution von Captain America, Spider-Man. Aber gut, Leute, das Video ist von Brain Time. Schaut gerne vorbei. Schallert ein Like und ein Abo rein. Und go! Hallo zusammen. Vielleicht Moin. Habt ihr noch nie in eurem Leben einen Marvel-Film gesehen, habt aber sicherlich schon mal von ihren Charakteren gehört. Das, was wir jedoch heute auf der Leinwand im Kino sehen, ist nur ein Bruchteil der Charaktere von Marvels The Avengers. Das Interessanteste liegt aber in frühen Filmen und Comics, auf denen all die Neuverfilmungen basieren. In unserem heutigen Video erzählen wir euch, wie sich die Bösewichte und Superhelden im Laufe der Jahrzehnte verändert haben, und glaubt uns, ihre Entwicklung wird euch definitiv überraschen. Und vergesst natürlich nicht, unseren Kanal zu abonnieren, bevor wir loslegen. Schließlich haben wir noch viele weitere interessante Videos für euch. Los geht's. Ja, wunderbar. Die Marvel-Filme sind aber auch so unfassbar geil. Die haben richtig gebockt. Das ist richtiges Popcorn-Kino. Hulk. Man könnte den Eindruck bekommen, dass Hulk einer der einfachsten Charaktere des Marvel-Universums ist. Schließlich ist es nur ein riesiger Riese mit einer seltsamen Hautfarbe. Außerdem basieren alle seine Handlungen auf Wut. Ist doch so, oder? Nein, nicht ganz. Lasst uns zunächst mit den Figuren anfangen, von denen dieser Charakter inspiriert wurde. Die Schöpfer gaben wiederholt zu, dass es Frankenstein... und die Hauptfigur des Romans Dr. Jekyll und Mr. Hyde waren. Die letzte Parallele ist nicht schwer zu erkennen. Das Buch handelt von einem verrückt gewordenen Professor, der durch ein wissenschaftliches Experiment gelernt hat, sich in einen gefährlichen Kriminellen zu verwandeln. Jedoch eines Tages die Kontrolle über den Verwandlungsprozess verlor. Das gleiche gilt auch für Hulk. Er lebt im Körper des Wissenschaftler-Genies Bruce Banner, der den Geist des wütenden Riesen nur vorübergehend kontrolliert. Interessanterweise unterscheidet sich die Charakterentwicklung in den Originalcomics stark von der im Film dargestellten Handlung. In den Comics ist Hulk im Laufe der Zeit immer grausamer geworden und verlor allmählich seinen Verstand. Eines Tages ist er so mächtig geworden, dass er zum Hauptantagonisten des Marvel-Universums geworden ist. Was? Hulk ist der Superboss? Filmemacher beschlossen, seine Entwicklung jedoch etwas zu ändern. So wird Hulk in den neuesten Folgen von Marvels The Avengers von seiner menschlicheren Seite gezeigt. Optisch hat sich Hulk auch sehr verändert. Schaut euch nur an, wie sehr er in der ersten Fernsehversion der Serie Der unglaubliche Hulk aussah, die in den 70er und 80er Jahren lief. Die gab's auch früher auf Kabel 1 oder so. Wisst ihr auch, wer das ist? Das ist Lou Ferrigno. Falls ihr King of Queens kennt, dann kennt ihr auch den. Also, der spielt da mit. Ja, dieser große, muskulöse Kerl würde auch jeden erschrecken. Doch im Vergleich mit der modernen Version des mutierten Bruce Banner sorgt er eher für ein Lächeln. Im Jahr 2003 kam der erste Spielfilm über den grünen Riesen in die Kinos, der jedoch völlig misslang. Kein Wunder. Schließlich wurde Hulk in diesem Fall eher wie der geistesschwache Riese Graf aus Harry Potter als ein unbesiegbarer Held dargestellt. Die Version des Jahres 2008 von Edward Norton wird von vielen Fans als eine Art Standard des Films Hulk angesehen. In diesem Film ist es den Machern nicht nur gelungen, eine spektakuläre Animation zu erstellen, sondern auch die stärksten Seiten des grünen Monsters hervorzuheben. Dann gab es die Avengers, die für viel Wirbel sorgten. Dank modernen Technologien wurde Hulk natürlich so detailliert wie noch nie dargestellt. Einige Fans beschweren sich jedoch darüber, dass das Monster zu einem charakterlosen Weltverbesserer geworden ist und andere Figuren zu viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Hier ist eine weitere lustige Tatsache. Sogar die Lego-Figur, die speziell für die letzte Folge der Saga veröffentlicht wurde, hat ein Lächeln im Gesicht, obwohl Hulk normalerweise wütend grinst. Schreibt in die Kommentare, welche Version von Hulk euch am besten. Gibt es jetzt nicht auch bald so eine Serie She-Hulk, wo so eine, also Hulk als weiblich am Start ist? Gefällt. Iron Man. Tony Stark ist nicht viel jünger als alle anderen Avengers. Er erschien in den Originalcomics noch in den frühen 60er Jahren. Verfilmt wurde dieser Charakter jedoch erst im Jahr 2008, als der erste Film mit Robert Downey Jr. in der Hauptrolle in die Kinos kam. Das ist ein seltener Fall, dass die Rolle eines bestimmten Superhelden von demselben Schauspieler gespielt wird. Obwohl, wer weiß, was als nächstes passieren wird. Was ist das Interessanteste an Tony Stark? Natürlich seine Rüstung. Im Laufe der nicht allzu langen Filmgeschichte wurde sie zigfach verändert. Man sollte zwar nicht denken, dass Iron Man ohne seinen Anzug zu nichts fähig ist. In den Originalcomics erzählt er, dass er an seinen Nahkampffähigkeiten arbeitet und sogar Unterricht von Captain America nimmt. Das Ganze begann im Jahr 2008 mit einer einfachen Mark I-Rüstung, die Tony Stark in einer afghanischen Höhle baute, um der Gefangenschaft zu entkommen. In den ersten The Avengers-Serien sieht man bereits die siebte Version der Mark-Rüstung, die anschließend immer wieder modernisiert wird. Spoiler-Alarm! Falls ihr Marvel jetzt noch nie gesehen habt, also auch die letzten Filme, dann wartet mal kurz, dann guckt, skippt hier kurz. In der letzten Episode der Saga stirbt Tony Stark in einem Anzug mit der Codenummer 85. Schreibt in die Kommentare, welche Version eurer Meinung nach die beste ist. Alter, schon krasser Spoiler. Thor.
So, Thor, jetzt alles gut. Viele für den mächtigsten Avenger. Das hat auch seinen Grund. Oh, Thor. Stimmt, da gibt's auch einen neuen Film. Ist er gut? Schließlich handelt es sich dabei nicht nur um einen Superhelden, sondern um einen Gott. Er ist fast die einzige Figur des Marvel-Universums, der es würdig ist, den Mjolnir-Hammer lange Zeit in der Hand zu halten. Thor ist in der Lage, das himmlische Element zu kontrollieren und verursacht dadurch Donner und Blitze. Er besiegte die grausamsten Feinde und im Kampf mit Tony Stark ging er auch als Sieger hervor. Das ist unserer Meinung nach mehr als genug. Diese Figur aus der skandinavischen Mythologie erschien in den Originalcomics erstmals im Jahr 1962. Ey, es ist so unfassbar krass, wie alt diese ganzen Superhelden schon sind. 1962. Auf der Leinwand sah man ihn aber erst im Jahr 1988, im Rahmen des bereits erwähnten Films Die Rückkehr des unheimlichen Hulk. In diesem Film wurde er von dem US-Amerikaner Eric Allen Kramer gespielt. Viele von seinen Attributen waren bereits damals zu sehen. Lange blonde Haare, der prächtige Hammer und eine ungewöhnliche Rüstung ist die... Zusammen mit dem Hulk, Alter. Nice. ...der alten Wikinger. Von dem spektakulären Image von Chris Hemsworth war er aber noch lange entfernt. Der Australier begann den mächtigsten Avenger erst im Jahr 2011 zu spielen, als der erste Teil seiner Geschichte veröffentlicht wurde. Darin ist eine verbesserte asgardische Rüstung mit einem roten Umhang zu sehen. Bei Thor spielt das Kostüm jedoch nicht die entscheidende Rolle, wie es bei anderen Superhelden der Fall ist. Schließlich bekommt der skandinavische Gott seine unglaubliche Stärke nicht von seinem Kostüm. In der letzten Folge von The Avengers durchmacht der Charakter des Helden recht unerwartete Veränderungen. Stimmt. Oh mein Gott. Anstatt eines schlanken Athleten, wie Chris Hemsworth Thor immer darstellte, sahen wir einen fetten Thor mit einem Bierbauch. Kein Wunder, schließlich zog er sich nach dem Sieg gegen Thanos zurück und führte ein Einsiedlerleben. Doch seine überschüssigen Kilos bekam der Schauspieler nicht aufgrund einer falschen Ernährung. Das war eine Arbeit talentierter Künstler, die solch ein glaubwürdiges Kostüm erschufen. Spider-Man. Wusstet ihr übrigens, dass als Stan Lee, Autor der Spider-Man-Comics, seine Idee zum ersten Mal dem Chef von Marvel vorschlug, er sie sofort ablehnte? Der Grund war einfach. Die meisten Menschen haben Angst vor Spinnen, weshalb solch einen Helden niemand mögen würde. Ich finde Spider-Man cool. Gut, dass Stan es dennoch geschafft hat, seinen Chef davon zu überzeugen, nicht wahr? Die nicht gerade loyalsten Marvel-Fans verbinden diesen Charakter ausschließlich mit Tobey Maguire. Dabei hat der Spider-Man viele andere Gesichter. Das Ganze begann im Jahr 1967 mit einer Zeichentrickserie, die ein halbes Jahrhundert später zur Quelle vieler Memes wurde. Seit 1977 wurde ein Serienfilm unter der Beteiligung von Live-Schauspielern im Fernsehen ausgestrahlt, wobei Spider-Man von Nicholas Hammond gespielt wurde. Anschließend fand die Veröffentlichung der Saga statt, die zu einer echten Sensation unter Marvel-Fans geworden ist. Anschließend kam die berühmte Trilogie heraus, in der die Geschichte von Peter Parker ein ganz neues Qualitätsniveau erreichte. Spider-Man bekam endlich einen modernen Anzug aus Spandex. Ja, aber darüber hinaus kam noch so eine Maske, Hype, Augenlinsen und eine Reihe von Geräten hinzu und Spider-Man begann dank neuen Filmtechnologien. Weil der aktuelle Spider-Man, diese Trilogie, die hat ja, die ist ja mega krass. Auch, ich glaube auch wegen hier Tom Holland. Ist es Tom Holland? Und Zendaya. ...unglaubliche Tricks auszuführen. Für Fans ist ausgerechnet diese Verfilmung zum Kult geworden. Das war aber noch lange nicht das Ende der Entwicklung dieses Helden. Im Jahr 2012 wurde bereits The Amazing Spider-Man veröffentlicht, wo der Superheld von Andrew Garfield gespielt wurde. Ein paar Jahre später wurde er durch den jungen Schauspieler Tom Holland ersetzt, der bis zum Ende der Saga von The Avengers Spider-Man spielte. Captain America. Die Geschichte einer der Hauptfiguren der Avengers-Saga, Captain America, ist auch sehr beeindruckend. In seinem früheren Leben hieß der Superheld Steven Rogers. Während des Zweiten Weltkriegs versuchte er verzweifelt, ein US-amerikanischer Soldat zu werden, bekam jedoch aufgrund seines schwachen Körperbaus und seiner schlechten Gesundheit ständig Absagen. Eines Tages hat man Rogers jedoch angeboten, an einem streng geheimen Programm zur Schaffung einer Superarmee teilzunehmen. So verwandelte sich der gebrechliche junge Mann in eine echte Maschine mit enormer Ausdauer und gigantischer Kraft. Ich hätte auch gern so eine Maschine. Kein Wunder, dass dieser tapfere und mutige Nationalheld eine besondere Anziehungskraft hat. Doch wie es so oft der Fall ist, sind die ersten Serien von Captain America alles andere als perfekt. In der heutigen Realität wirkt der Superheld mit dem seltsamen Baseballhelm aus dem Film von 1979 schon ein wenig cartoonhaft. Dennoch wurde er vom damaligen Publikum gut aufgenommen. Der Film von 1990 bekam dagegen sehr viel Kritik ab. Kein Wunder. Schließlich sieht Steven Rogers darin wirklich nicht besonders überzeugend aus. Warum? Also ich finde, da sieht er krasser aus als mit dem Im Jahr 2011 Helm. Wurde die Geschichte der Filmversion von Captain America auf ein neues Level gebracht.
kriegen. Die Rolle von Captain America im Marvel-Universum bekam Chris Evans, der sie bis zur Veröffentlichung der letzten Folge der Saga spielte. Der Superheld ist endlich zu einem furchtlosen Retter und Kämpfer gegen das Klugscheißer-Modus on. Ich glaube, er heißt Evans. Das Böse geworden, worauf viele Comic-Fans gewartet haben. Kein Wunder, dass dieser Film weltweit so erfolgreich war. Seitdem ist Captain America immer mutiger geworden, ließ sich ein Bart wachsen, bekam einen durchtrainierteren Körper und kämpfte noch härter gegen das Böse. Deadpool. Dieser Held, der vor 5 Jahren mit seinem Auftritt in dem gleichnamigen Film die Kinokassen sprengte, ist viel tiefgründiger als er scheint. Ja, auf den ersten Blick ist es ein Zyniker mit einem schmutzigen Sinn für Humor und einem Mangel an Empathie. Dabei hat der Superheld eine tragische Geschichte hinter sich. Zum ersten Mal ist Deadpools alter Ego Wade Wilson in X-Men Origins Wolverine zu sehen. Hier wird er als redseliger Söldner bezeichnet und verfügt noch über keine Superkräfte. Erst gegen Ende des Films sehen wir einen mutierten Helden mit zugenähtem Mund. Es stellte sich heraus, dass er zusammen mit Hugh Jackman Experimenten von hinterhältigen Wissenschaftlern unterzogen wurde. In Folge bekommt Wade die unglaubliche Fähigkeit, Zellen und Körperorgane sofort zu regenerieren und eine phänomenale körperliche Ausdauer. Es gibt jedoch ein Problem. Hinzu kam ein entstelltes Gesicht und eine gestörte Psyche. In den Filmen zwischen 2016 und 2018 sehen wir Deadpool bereits in einem vervollständigten Look, einem stylischen schwarz-roten Anzug mit Messerschneiden auf dem Rücken und einer ungewöhnlichen Maske. Um alle Gesichtsausdrücke von Ryan Reynolds im Gespräch zu sehen, mussten viele Szenen doppelt gedreht werden. Zuerst mit der Maske und dann ohne. Später wurden diese Aufnahmen miteinander kombiniert, um eine bessere Mimik zu erhalten. Für den Dreh von Szenen ohne Maske wurde Reynolds Gesicht bis zu 7 Stunden lang geschminkt, um das volle Ausmaß des Schreckens möglichst glaubwürdig zu vermitteln.